Jingle Bells, Jingle Bells. Seit gestern laufen bei Radio Hamburg zwei Weihnachtslieder rauf und runter. Und das noch bis zum 26. Dezember. Also, höchste Zeit. Sich um nachhaltige Weihnachtsgeschenke zu kümmern. Ja, und damit moin moin und herzlich willkommen zu Gewaltig Nachhaltig. Weihnachten steht vor der Tür. Weihnachten steht vor der Tür. Weihnachten steht schon wieder vor der Weihnachten Tür. steht schon wieder vor der Bei Tür. uns steht am Freitag der Herbst vor der Tür, aber das ist was ganz anderes. Da werden wir noch ein Video drüber sehen. Ja, man glaubt es nicht, aber in einem Monat ist schon wieder Weihnachten. Ehrlich? Ja, ist Ach so. du Oh Gott, oh Schande, Gott. ich brauche Weihnachtsgeschenke. Wo kriegt ihr Ja. denn jetzt her? Hast du da eine Idee? Ich habe da eine Idee. Ah. Ja, damit wollen wir gleich mal anfangen, denn einen Monat habt ihr noch Zeit und es gibt eine ganze Menge nachhaltiger Geschenke, die man sich für seine Liebsten besorgen kann in allen möglichen Preisklassen. Und da wollen wir euch heute mal einfach mal ein paar zeigen, vielleicht auch ein paar Anregungen geben für andere Geschenke. Ja, auch wenn im Moment gerade nicht die Zeit ist für Gartenarbeit, zumindest bei den meisten nicht, sollte man sich jetzt schon mal Gedanken um das nächste Jahr machen. Das heißt, Saatgut kaufen oder sich Gedanken machen, wo man welches Saatgut herbekommt. Man kann das auch in eine Art Kalender packen. Wir haben uns zum Beispiel hier einen Saatgutkalender gekauft, aber man kann ihn natürlich auch selber machen, also sich einfach einen Kalender besorgen und Saatgut hineinfüllen oder Saatgut hineinkleben. Ich finde das eine tolle Idee. Da weiß man immer genau, wann man was aussehen muss, weil das sagt einem Genau. der Kalender. Da gibt es ganz tolle Sachen, müsst ihr mal im Internet gucken. Genau. Kostet irgendwie 25 Euro, wenn man ihn kauft, wenn man ihn selber macht, ist natürlich wesentlich günstiger. Und wir finden das eine tolle Überraschung für jemanden, wo man nicht so genau weiß, was schenke ich dem denn jetzt, aber man weiß, der hat vielleicht einen Balkon oder sonst was. Genau. Ne? Das ist mal was anderes, kann man machen. Wenn wir schon beim Thema Garten sind, man kann sich natürlich auch noch jetzt schon um die Anzucht kümmern, denn Anfang des Jahres geht es ja schon wieder los mit einigen Sachen im Haus. Und da haben wir uns letztes Jahr oder da haben wir uns dieses Jahr Anzuchtlampen besorgt. Das sind diese hier. Das sind so LED-Lampen. Genau, die kann man so auffächern und dann kann man da eine größere Fläche mit bestrahlen quasi. So, dann kann man die so weit auseinanderfächern und dann hängt man die über die Lampen, die kann man hier mit dem Fuß hier unten, ich zeige das gerade mal hier, am Tisch festmachen. Hilfe. Ne, die klemmt man einfach nur hier rein. Ja, ich mache mir hier gerade Was machst ein. du denn da? Ja, ich demonstriere das doch hier. Zack, dann macht man die so fest und kann die hier so runterklappen. Ne, und dann macht man die Dinger an. Man kann die auch programmieren, dass Ja. die nur 3 oder 6 Stunden oder 9 Stunden am Tag leuchten. Das heißt, dass man die dann quasi um 17 Uhr, wenn die Sonne untergeht im Winter jetzt, dann macht man die an und am nächsten Tag weiß die wieder, aha, 24 Stunden sind um, ich gehe jetzt wieder an, leuchte für 6 Stunden, gehe wieder aus. Ganz tolle Sache. Ist relativ günstig. Was haben wir bezahlt? 30 Euro pro Ja, Stück ungefähr. ungefähr, ne? Wir haben Richtig, auch ein paar ja. mehr davon, weil wir auch doch uns vergrößert hatten dann irgendwann. Es wurden dann doch mehr ja, Genau. Anzuchtkästen und da brauchten wir dann ein bisschen mehr Lampen. Wie gesagt, kann man natürlich auch im Internet bestellen. Ich weiß jetzt nicht, ob sie Man kann sie auch im im Fachhandel kaufen. Fachhandel Man muss nicht kaufen. alles im Internet Nee. bestellen. Alles gut. So, Gut. das waren die. Jetzt kannst du wieder abräumen. Ich räume wieder ab. Schlag noch irgendwas zusammen? Nee, Was zum Glück natürlich nicht. auch ganz schön ist oder woran man jetzt schon denken könnte, wäre vielleicht auch mal ein Hochbeet verschenken. Man kann natürlich ein Hochbeet selber bauen. Man kann sich aber auch Bausätze im Fachhandel holen. Das hatten wir ja letztes Jahr auch gemacht. Wir haben unsere großen Hochbeete selbst gemacht oder Genau. die meiste Arbeit gehabt. Ja, ist wirklich nicht schwer. 4 Latten außenrum. Dann zimmert man da die Bretter drumherum und fertig aus, stellt das hin, hält ein paar Jahre, alles wunderbar. Aber man kann das halt auch kaufen, wenn man denn sowas verschenken will. Man müsste halt mal sehen, ob es das jetzt im Fachhandel gibt. Ist natürlich jetzt im Moment nicht so unbedingt die Zeit, sich ein Beet aufzubauen, aber ich denke mal schon, dass es bei den größeren Baumärkten gibt es das auf jeden Fall. Oder einen Gutschein verschenken und dann versprechen, dass man im Frühling ein Hochbeet dann aufbaut oder zusammenbaut. Genau. Ist ja auch ganz schön, wenn man Zeit hat oder Zeit zusammen verbringt, sowas zusammen zu machen. Richtig. Ja, da könnte man also jetzt auch schon quasi dann Weihnachten dran denken. Ja, das zum Thema Garten. Wie gesagt, Saatgut gibt es natürlich auch, Bio-Saatgut, dann gibt es natürlich auch diverse Sachen, die man jetzt schon kaufen kann und man kann im Januar schon anfangen mit Anziehen. Richtig. Kohlrabi zum Beispiel kommt bei uns schon im März ins Gewächshaus, also da fangen wir auch relativ früh mit der Anzucht an. Ja, aber heute geht es hier um Geschenke und nicht um Ja, genau, um Kohlrabi, ne? Geschenke. Eben. Geschenke, Geschenke, So. Geschenke. Also das ist das Thema Garten, Richtig. ne? Genau. Nachhaltige Geschenke, weil man da eben das ganze Jahr was von hat und auch noch länger. Und was geht zu Weihnachten immer?
ein Handy. Und das ist nicht irgendein Handy, sondern das ist ein Fairphone. Und Fairphone ist eine eigene Marke, die kommt aus den Niederlanden. Und Fairphone legt besonderen Wert darauf, A, dass man weiß, wo kommen die Rohstoffe her, wo kommen die Materialien her, wo wird das Ganze hergestellt, unter welchen Bedingungen wird da gearbeitet. Aber das ist nicht nur das einzig Gute daran, sondern bei Fairphone kann man alles Mögliche recht einfach austauschen. Man kriegt sogar das Werkzeug dazu mit, das kauft man mit. Man kann den Akku tauschen, man kann das Display tauschen und was unglaublich ist, man kann auch die Kamera tauschen. Das heißt, wenn Fairphone eine neue Kamera rausbringt, die einfach besser ist, mehr Pixel hat oder bessere Lichtstärke oder sonst was, dann kann man sich die für schmales Geld kaufen, baut die alte aus, schickt die an Fairphone zurück und baut die neue ein. Ganz wunderbare Sache, so ein Fairphone. Das neue Fairphone ist, glaube ich, das 3 Plus. Ich habe jetzt das 3, aber wie gesagt, es gibt da auch schon ein neueres Modell. Genau, das ist moderne Technik, da ist ein Android-Betriebssystem drauf. Ja. Android 8 ist, glaube ich, drauf. Wenn mich alles täuscht, ist das gerade aktuell. Mhm. Kann auch sein, dass es nicht aktuell ist. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall war das Aktuelle drauf. Mhm. Und das ist echt eine sinnvolle Sache, weil Handy, ja, verzichtet wohl kaum jemand drauf. Aber wenn, dann kann es auch so ein Handy sein, was einfach irgendwo einen guten Footprint hat, auch hat. Genau. Ja, kostet ungefähr 400 Euro, glaube ich. Ist nicht ganz günstig, aber... Was? Ein Geschenk. Oh. Nein, aber es ist natürlich nicht ganz günstig, aber das sind iPhones oder so auch nicht, wenn man sie kauft. Eben. Wenn man natürlich ein bisschen weniger Geld ausgeben möchte oder nicht so viel Geld hat oder vielleicht auch nur eine Kleinigkeit verschenken will, dann empfiehlt sich auch mal wieder ein Buch. Also man muss nicht immer alles im Internet lesen. Man kann natürlich auch ein E-Book sich kaufen, aber es gibt halt auch richtige Bücher, zum Beispiel hier von Claudia Kempfert, das fossile Imperium schlägt zurück. Es gibt diverse Bücher zum Thema Klimawandel, Energiewende. Ja, Claudia Kempfert, tolle Frau. Ja, sehr fachkundig. Ja. Und wie gesagt, da kann man vielleicht einfach auch mal ins Buchgeschäft gehen. Ich meine, die freuen sich natürlich auch, wenn man mal einfach mal analog unterwegs ist sozusagen und sich einfach mal vielleicht ein, zwei Bücher wünscht oder verschenkt. Ist ja auch, wie gesagt, mal was anderes, dass man einfach mal die Zeit, die man vielleicht jetzt hat, nutzt und nicht vorm Rechner sitzt, sondern einfach mal ein Buch liest. Genau. Oder abends auf dem Sofa oder... Ne? Und man muss auch nicht unbedingt irgendwas kaufen für jemanden, man kann auch eine kleine Freude machen, indem man einfach leckere Weihnachtskekse backt. Und was ist das Besondere an denen hier? Die sind vegan. Aha, geht auch. Und sind echt lecker. Die sind echt lecker, ja. Das muss ich ja mal sagen. Ja. Die sind richtig, richtig. Na? Schmeckt's? Alles klar. Die eigenen Sachen schmecken eh am besten. Ja, prima. Ne? Genau. Ja, Kekse backen ist ja eigentlich immer eine schöne Sache. Und dann gibt es ja nur auch alle möglichen diversen Möglichkeiten, wie gesagt, das ist jetzt hier vegan, Pflanzenmargarine, Mehl, Zucker, fertig aus, die Maus, ganz einfach. Ne? Ja, und wer so richtig großzügig sein will, der kann natürlich auch mal drüber nachdenken, ein E-Bike zu verschenken. E-Bikes sind eine tolle Sache, die werden halt bis 25 km/h, wird das Treten da vom Motor unterstützt. Und wir fahren öfter selber mal E-Bike und es ist einfach großartig. Man hat eine viel größere Reichweite mit dem Fahrrad, man muss sich nicht so sehr anstrengen, hat aber trotzdem seine Bewegung. Also E-Bike auch eine tolle Sache, ist so das Bindeglied zwischen Fahrrad und Auto. Es regnet wirklich nicht mehr so oft bei uns hier in den Regionen und da kann man auch oft mit dem Fahrrad fahren und kann das Auto einfach stehen lassen. 20 Kilometer sind mit so einem E-Bike überhaupt nichts. Also vielleicht auch mal darüber nachdenken. Ja, wenn man sich schon ein E-Bike kauft, kann man natürlich auch gleich mal seinen Urlaub planen für nächstes Jahr. Vielleicht mal nachhaltig, eben nicht mit dem Flugzeug fliegen, sondern vielleicht mal mit dem E-Bike eine schöne Tour machen. Es gibt diverse tolle Flüsse in Deutschland. Oder in Österreich, wo man zum Beispiel die Donau oder die Elbe... Oder in der Schweiz, da soll es auch Flüsse geben. Das soll es auch Flüsse geben, aber da gibt es auch Berge. Ja, gut, gibt es in Österreich auch. Aber mit dem E-Bike, okay. Eben. Also wir haben auch schon diverse Radtouren an Flüssen gemacht und es war also jedes Mal richtig schön, tolle Landschaft. Also man muss gar nicht so weit weg düsen, wenn man einen schönen Urlaub verbringen will. Und es ist halt ein bisschen nachhaltiger, wenn man halt mit dem Fahrrad unterwegs ist. Genau. Und gerade mit dem E-Bike kann man es halt auch machen, wenn man schon nicht mehr ganz so jung ist. Richtig. So wie wir. Ja, weil Urlaubsreisen mit dem Flugzeug oder so sind natürlich immer ein großer logistischer Aufwand. Ja. Und beim Thema Logistik, da können wir das ja auch empfehlen. Ihr denkt jetzt, okay, eine Flasche Wasser. Ja, aber das ist ja die Flasche Wasser eines Wassersprudlers. Das heißt, das Ding steht bei uns in der Küche. Wir füllen Leitungswasser hier rein, halten das rein in das Gerät, drücken einmal oben drauf. Dann wird CO2 reingedrückt. Kein böses CO2, keine Sorge. Und schon haben wir lecker sprudelndes Mineralwasser. Das heißt, die Flaschen müssen nicht überall hin transportiert werden. Das Wasser kommt auch nicht von irgendwo her, sondern direkt aus der eigenen Leitung. Ja. Und das Einzige, was transportiert werden müssen, sind diese kleinen CO2-Flaschen. Und so eine CO2-Flasche bei uns hält die locker 6 Wochen. Bei anderen, naja, größere Familie vielleicht 4 Wochen, 3 Wochen. Aber
ist man auch nicht ständig am neu ranschleppen, sondern... Ranschlappen. Ja. Ist man auch nicht ständig am ranschleppen. Genau. Also bei uns ist es so, diese CO2-Flaschen, die kann man ja, die kauft man quasi, indem man gibt die andere gebrauchte oder man gibt die leere Flasche zurück und bekommt dafür eine neue. Genau, kostet 8 Euro so eine Flasche und das Gerät selber, da liegt er mit 100 Euro locker dabei, viel teurer ist es nicht. Manchmal und sind sie sogar im Angebot, im Moment genau. Habe ich auch irgendwo für 80 Euro gesehen. Genau, ist doch viel besser, als wenn man Volvic aus irgendwo aus den Vogesen oder so ranschleppen muss, weil hier der Wasser, Wasser ist, die Unterschiede sind nicht so groß und das schmeckt genauso gut. Und das deutsche Leitungswasser ist, glaube ich, auch eins der besten, habe ich mal gehört. Eben, bei uns wird ja alles ordentlich kontrolliert. Da spart man sich halt das Kissenschleppen und kein Plastik ist natürlich auch ganz schön, weil viele wollen ja auch, haben ja auch ein bisschen Bedenken, was Plastikflaschen angeht, weil sie sind zwar leichter, aber das Mikroplastik da drin kann sich natürlich auch ablösen und landet dann im Trinkwasser beziehungsweise im Becher oder im Glas. Noch schlimmer sind diese Sixpacks von Plastikflaschen, die dann nochmal in Plastik eingepackt werden, damit sie noch einen Griff haben. Also von Aldi. Ja, die sind auch sehr weich, also ich finde, die kann man auch gar nicht richtig gut anfassen. Gibt's überall, ja, aber sowas ist viel besser, also da könnt ihr auch mal drüber nachdenken. Auch ein schönes Weihnachtsgeschenk, ganz tolle Sache. Kann man ja schön einpacken. Richtig. Schleifchen drum. Genau. Ne? Ja. Tja. Ja. Was können wir noch verschenken, was gerade schwer in Mode ist, Bereich Photovoltaik. Wir gehen ja auch so ein bisschen unsere Bereiche unseres Kanals jetzt durch. Balkonmodule. Ja, ist man auch so im mittleren dreistelligen Bereich dabei. Da muss man natürlich vorher mal gucken, was ist denn die Situation beim zu beschenkenden? Kann der das einfach so machen? Darf der das? Genau, hat er eine Mietwohnung oder hat er eine Eigentumswohnung? Und das sollte man vielleicht vorher klären. Aber ist auch eine tolle Sache. Da schenkt man wirklich Nachhaltigkeit mit. Also großartig. Das kann man auch zusammen schenken. Genau. Kostet natürlich schon ein paar hundert Euro mehr. Insofern ist das vielleicht für den Einzelnen ein bisschen viel. Aber wenn man jetzt Gesamtgeschenk mit mehreren Leuten sucht, dann ist das vielleicht eine gute Idee. Genau, richtig. Bis 600 Watt dürft ihr in Deutschland einfach so anschließen. Holt ihr euch noch einen Elektriker, der macht euch so eine WLAN-Steckdose, das ist diese Einspeisesteckdose, dann seid ihr auf der sicheren Seite. Stadtwerke informieren, hier, zack, wir machen jetzt vom Balkonkraftwerk Strom, alles gut. Und dann passt das. Und dann Grundlast abdecken, 200, 300 Kilowattstunden im Jahr. Ist bei einer kleinen Wohnung, sind das 10, 15, 20%, die man damit abdecken kann. Alles prima. Falls ihr doch Gutscheine verschenken wollt, gibt es zum Beispiel die Möglichkeit mal, oder was mal ein origineller Gutschein ist, ein Gutschein für einen Unverpacktladen. Es gibt im Internet eine Karte, wo die Unverpacktläden in ganz Deutschland sind. Da kann man dann mal gucken, ob in seiner Nähe irgendwo einer ist. Bei uns ist es schon ein bisschen weiter weg in Hamburg, aber wenn man denn dahin fährt, dann kauft man gleich ein bisschen mehr ein. Da kann man seine eigenen Gefäße mitbringen und sich dann einfach die Sachen da abfüllen. Finde ich eine ganz tolle Sache, wenn man auf Plastikmüll verzichten will oder wenn man Plastikmüll vermeiden will. Ja, wenn ihr noch andere Ideen habt oder wenn ihr was von mir sucht. Und wenn ihr noch Ideen sucht, gibt es noch Möglichkeiten im Internet, wo man noch mehr Geschenkideen findet, falls da jetzt nichts dabei war bei uns. Es gibt zum Beispiel eine sehr gute Internetadresse, kennen auch einige von euch, Utopia heißt die. Da gibt es also jede Menge Ideen zu nachhaltigem Leben, aber auch zu nachhaltigen Geschenken, zu nachhaltigen Reisen, Tests von Elektroautos und alles rauf und runter. Also das ist wirklich eine gute Seite, verlinke ich euch auch nochmal unten in der Videobeschreibung. Und ansonsten... Ja, Testfahrt für ein Elektroauto kann man auch mal verschenken, gegen so eine, für ein Wochenende kann man auch verschenken, einfach mal den anderen mal schnuppern lassen, wie ist es mit dem E-Auto zu fahren. Genau. Na, die meisten bleiben dran hängen, weil es ist hammergeil. Ja, man kann sich auch einen Tesla oder Porsche leihen, wenn man ein bisschen mehr Geld hat. Man kann sich auch einen Zoe leihen, ist auch ein schönes Auto. Es muss nicht immer Tesla oder Porsche sein. Ne? Ist auch nicht immer so ganz nachhaltig. Nein. So große Autos. Ja, aber es ist ja vielleicht mal ein Spaß. Genau. Ja, ja, und ansonsten würde ich mal sagen, wenn ihr was bestellt im Internet oder sonst wo, denkt dran, das dauert alles ein bisschen. Also fangt rechtzeitig an, damit ihr keinen Stress habt. Wenn ihr dann euch einen schönen Tannenbaum holt, achtet bei den Kerzen drauf, dass sie vielleicht nicht mit Palmöl hergestellt sind, wenn ihr nachhaltige Kerzen wollt. Genau. Und ansonsten wünschen wir euch schon mal eine stressfreie Vorweihnachtszeit. Richtig. Und wenn ihr noch Tipps habt für nachhaltige Weihnachtsgeschenke oder Ideen, schreibt sie gerne in die Kommentare. Und ansonsten lasst uns gerne einen Daumen da, wenn euch das Video gefallen hat. Und dann sehen wir uns sicherlich vor Weihnachten nochmal wieder. Ganz bestimmt. Und wir machen jetzt das Radio wieder lauter. Hamburg 2, Weihnachtslieder. Und in dem Sinne... Macht's gut, bis dahin. Tschüss. Tschüss.